Wir haben aber jetzt mal die Maße das letzte Mal genommen und es sind wirklich nur... Abschließend gibt es noch eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, und zwar geht es um das Thema Spenden. Dicke Arme wie Vino. Darum soll es heute gehen und dem Geheimnis gehen wir heute nach. Hauptdarsteller heute Vino. Wir quatschen jetzt einmal darüber, wie Vino es geschafft hat, so gute Arme aufzubauen. Grob gehen wir ein paar ganz einfache Themen durch. Also zuerst zur Genetik. Was sagst du da? Ist das besonders wichtig bei den Armen, wie gut man genetisch veranlagt ist? Also ich würde sagen, also im Sport ist Genetik ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte. Ich habe auch gemerkt, dass ich auch Muskelpartien habe, die, sag ich mal, genetisch bevorzugt sind. Und da gehören Arme auf jeden Fall dazu. Woran habe ich das gemerkt? Ich habe halt gemerkt, dass ich habe Arme in den letzten 3-4 Jahren mit wenig Volumen aufgebaut. Also ich habe echt 6-8 Sätze über 2-3 Jahre gemacht. Und das ist echt ziemlich wenig. Also 6-8 Sätze die Woche. Und wenn ich dann so Leute sehe, die im Gym sogar einen Armtag haben, dann kann man halt so in den Vergleich ziehen, wie wenig Volumen ich in den letzten Jahren gemacht habe. Mit der Genetik meinen wir jetzt nicht nur die guten Muskelansätze, die natürlich ausschlaggebend dafür sind, wie massiv ein Arm aussieht, sondern auch die Volumentoleranz vielleicht oder wie soll man sagen, das brauchbare Volumen, was vielleicht effektiv auch ankommt bei ihm, ja. Dass irgendwie die Arme direkt alles aufsaugen. Ja. Da würde ich aber auch sagen, dass Technik auch eine sehr wichtige Komponente in diesem Thema spielt. Ja. Wenn man so sich die Leute anguckt, die nehmen eher das Ego vor als die Technik. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man mit der richtigen Ausführung seine Arme trainiert, weil was bringt dir es, wenn du da hier die größten Gewichte ballert, aber 70% des Volumens halt nicht ankommt. Genau. Geht halt vorbei und die ganzen Hantelschwinger, die kennt man ja im Gym. Und vielleicht jetzt mal das Verhältnis zu setzen, mit wie viel Kilo curlst du zum Beispiel? Zwischen 17,5 und 20. Ist auch schon recht hoch. Das ist schon recht hoch, aber ja, also die einen finden es wenig, die anderen finden es schwer, aber ich sag mal, es ist ein gesundes Mittelmaß bei mir. Okay, und jetzt nochmal zum Vergleich zu mir. Wir blenden euch jetzt hier mal ein Bild ein, wenn wir beide eine Doppelbizeps ziehen. Und natürlich ist der Unterschied enorm, wenn man es optisch betrachtet. Wir haben aber jetzt mal die Maße das letzte Mal genommen und es sind wirklich nur 1-2 cm Unterschied. Genau. Also ich glaube links oder rechts ist 1 cm, der andere 2 cm. Genau. Und ich würde schon sagen, dass ich für meine Körpergröße, man muss es natürlich immer auf die Körpergröße setzen, jemand, der 2 Meter groß ist, der hat schon locker einen 40er Arm, ohne zu trainieren. Eben. Dass ich relativ starke Arme habe, wenn man jetzt die Maße betrachtet, aber optisch, weil ich halt einfach nicht die optimalen Ansätze habe, es einfach nicht so gut aussieht. Ne? Mhm. Dann kommen wir auch schon zum Volumen vielleicht. Was würdest du empfehlen? Okay, du bist jetzt da ein bisschen niedriger, aber ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr Volumen zu machen. Weil ich langsam komme? Ja, einfach mal ausprobieren. Also kann ich damit noch mehr aufbauen? Oder nicht, ja, man kann nie genug dicke Arme haben. Ja. Aktuell mache ich so im Schnitt so 10 Sätze, 10 bis 12 Sätze in der Woche. Okay. Genau, ja. Okay, ja, ich mache ungefähr auch 10 bis 12 Sätze. Also für Bizeps und Trizeps halt jeweils getrennt, ne? Ja, natürlich, ne? Genau. Das muss man auch hier an der Stelle sagen, bevor das jemand noch falsch versteht. Mhm. Welche Übungen bevorzugst du oder mit welcher Übung hast du deiner Meinung nach die besten Fortschritte gemacht für den Bizeps? Da würde ich bei den Bizeps 2 Übungen nennen. Einerseits Kurzhantel-Curls mit Eindrehen. Und was meinst du genau mit Eindrehen? Mit Eindrehen, dass ich sozusagen, man kann ja so straight curlen oder man kann sozusagen am obersten Punkt sogar noch mal ein bisschen eindrehen, weil der Bizeps hat ja auch die Funktion des Eindrehens. Ja, Supination. Supination, genau. Und einmal Kabelcurls und da dreht man ja halt nicht ein.
Weil ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel curle, dass ich gar nicht schwinge, dass ich den Ellbogen auch statisch halte, lasse. Und dass sozusagen das meiste Volumen echt da reingeht, weil ich auch diese Muscle-Mind-Connection bei dem Armtraining auf jeden Fall mit dabei habe. Das heißt, dass du wirklich die Spitzenkontraktion, wenn du beim Bizeps am obersten Punkt bist und einen Riss spürst, ne? Genau, also das war halt schon so krass, dass ich es eigentlich gehasst habe, Arme zu trainieren. Genau. Ja, also, da muss ich zugeben, das kommt jetzt langsam bei mir auch wieder, weil die Arme jetzt auch wieder im Fokus stehen. Aber das Gefühl ist bei weitem wahrscheinlich nicht so gut wie bei Vino in den Armen. Ja. Ja. Genau, da gibt es auf jeden Fall einen kleinen Trick, den man vor allem bei den Kurzhantel-Curls mit Eindrehen benutzen kann, um sozusagen nochmal dieses Eindrehen zu verstärken und andererseits auch diesen Peak, diese Peak-Contraction nochmal zu spüren. Der wäre, den hast du mir letztes Mal gesagt, genau. Und den habe ich umgesetzt und es hat wirklich sehr krass reingeballert. Genau, die Kurzhantel fast komplett außen zu packen. Genau, das verstärkt halt nochmal dieses Eindrehen am obersten Punkt. Also dadurch provoziert ihr quasi noch automatisch mehr einzudrehen. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr dicke Arme wollt, was ihr wahrscheinlich wollt. Sprechen wir mal über Trizeps. Was sind da so deine zwei Lieblingsübungen? Einmal Trizeps ziehen über Kopf am Kabelturm. Und ganz normal Trizeps-Pushdowns, das sind so die beiden Übungen. Mit welchem Griff? Hast du einen bevorzugten Griff oder spielt das überhaupt eine Rolle für dich? Also über Kopf halten mache ich das immer gerne mit dem Seil, weil ich dann sozusagen nochmal am obersten Punkt auseinanderziehen kann. Und Trizeps drücken, ganz normal diese Pushdowns am Kabelturm mache ich immer mit einer geraden Stange, also das passt mir soweit. Ich würde das auch immer davon abhängig machen, wo ihr die Schwäche habt, jetzt besonders bezogen auf den Trizeps. Wenn der lange Kopf natürlich ein bisschen nachhängt, so wie es bei mir der Fall war, dann würde ich Übungen nehmen, die halt vor allem den langen Kopf in den Fokus nehmen. Und von den Wiederholungsbereichen, vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Generell befinde ich mich immer zwischen Wiederholungsbereich von 8 bis 10. Also ich mache manchmal 8er Wiederholungen, manchmal 10er Wiederholungen. Darunter war ich eigentlich noch nie und darüber ab und zu vielleicht mal die Bizeps-Curls am Kabelturm mache ich mal vielleicht mit 12er, je nachdem. Ne? Also ich habe da immer so eine Range zwischen 8 und 10 und 10 und 12 oder insgesamt 8 und 12. Damit komme ich eigentlich am besten zurecht. Und dann hoffe ich, dass wir das ganze Thema Big Guns, dicke Arme jetzt sehr gut für euch zusammenfassen konnten. Wenn ihr noch weitere spezifische Wünsche habt zu Muskelgruppen, zu Fragen, zu Übungsausführung, und mehr mit Vino sehen wollt, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da. It's Tuesday und ihr seht, mein Haar ist broke. Das heißt, einiges steht heute an. Next up ist der Fresher. Ich weiß, das heißt Friseur bzw. Barber, aber für mich ist es der Fresher. So, let's do this. I think it's all angels just walk by. Da bin ich wieder und jetzt habe ich irgendwie so recht frische Haare, würde ich sagen. Der Friseur, ja, das ist das Problem immer. Die stylen immer so ein bisschen anders und dann lagen die Haare erstmal komplett flach so. Voll der Bubi-Look. Jetzt muss ich gerade selber so ein bisschen Volumen oben reinbringen. Ja, ich gucke hier, sieht eigentlich ganz gut aus. Und mir ist gerade eingefallen, vielleicht mache ich so vor Weihnachten ein kleines Tutorial oder ich gebe mal ein paar Tipps, wie ich meine Haare style, wie man besonders viel Volumen reinbekommt und wie man die Haare glatt bekommt, ohne zu glätten. Da gibt es tatsächlich ein paar kleine Tipps und Tricks. Aber wie gesagt, jetzt muss ich weiter. Ich muss jetzt erstmal noch ein Shirt abholen, was ich halt für die Spende, für die Krebshilfe quasi zum Drucken aufgegeben habe. Keine Ahnung, die Typen melden sich nicht, deswegen fahre ich jetzt mal spontan vorbei. Und dann gucke ich mal, ob ich mich spontan mit dem Marco treffe, weil ich gleich sowieso nach Sindorf muss. Der ist ziemlich busy. Hey Siri, Marco Prestin anrufen. Okay, Marco Prestin, Mobiltelefon wird angerufen. Guten Tag, hier spricht Marco Prestin. Leider kann ich Ihren Anruf nicht persönlich unterbringen. Wissen, das ist der. Nennen Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Naja, mal schauen, vielleicht meldet er sich gleich noch. Dann schauen wir vielleicht kurz spontan. Da ist er ja. Rocky Lee PT, guten Tag.
Es geht ab. Was geht bei dir? Ich habe gehört, man kann gleich auf einen Kaffee vielleicht vorbeikommen. Hast du gleich Zeit, kurz zu quatschen? Wann? So 25 Minuten. 20 Minuten. Ja, geht. Okay, soll ich dir irgendwas mitbringen? Brauchst du was zu essen? Nein, danke. Nur vielleicht viel Geld, aber sonst nichts. Ah, Bro, ich dachte, ich krieg von dir viel Geld. Bruder, ich hab nichts mehr. Ich schwöre, die rupfen mich wie ein Huhn. Ich habe nämlich so ein paar Ideen, die ich gerne umsetzen würde und frage ihn einfach mal nach seiner Meinung. Denn wenn man schon mal jemanden hat, der sich schon ein bisschen auskennt mit ein paar Dingen, dann fragt man nochmal gerne nach, damit man eben nicht dumme Fehler macht. Warten wir mal auf ihn. Ich hoffe, er kommt und nicht seine Sekretärin, sonst ein bisschen strange. Ja, gut. Ist gut. Ja. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know. So, nices Gespräch, wie immer gehabt. Balu, schau jetzt ab. Komm rein, sitz. Hörst du auf mich? Sitz. Nice, Alter. Der Hundeflüsterer. Kommst bei mir nicht auf den Teller. Nein, alles gut. Heute Abend ist er auf dem Save and I Do-Konzert, ne? Dieser Weg! In genau 2 Wochen ist Heiligabend und ich habe mir überlegt, nochmal das letzte Mal für eine sehr, sehr lange Zeit 50% auf Rocket League PT Gutscheine zu geben. Also, wenn ihr mal was anderes verschenken wollt oder jemanden kennt, der nächstes Jahr richtig angreifen will, top in Form kommen möchte, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Also Leute, DM direkt an mich. So, für euch nochmal, ihr habt es gerade gehört, 50% für diese schönen Dinger. Ich denke, die Aktion läuft dann auch wirklich bis zum 24.12. Einfach gerne über Instagram, wie ihr seht, eine Privatnachricht an mich, wenn ihr Interesse und Bock habt. Ja, Mann! Abschließend gibt es noch eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, und zwar geht es um das Thema Spenden. Ich wollte schon ziemlich lange spenden, bin aber nie dazu gekommen, und letztes Jahr habe ich mir einfach gesagt, so, wenn es mit Rocket League PT super läuft und ich einen gewissen Lebensstandard habe, ich meine Kosten decken kann und nebenbei was sparen kann, dann möchte ich so schnell wie möglich etwas zurückgeben. Und die Leute, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen, dass ich mit Rocket League PT quasi Merch verkaufe in Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebshilfe quasi, um dort am Ende des Jahres eine Spende gemeinsam aufzustellen. Und warum die Deutsche Krebshilfe? Und zwar bin ich dort über einen persönlichen Kontakt hingekommen. Und ganz kurz zur Deutschen Krebshilfe. Das ist ein Thema, das geht uns alle etwas an, denn etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung erkrankt im Laufe ihrer Lebenszeit an Krebs. Und jährlich, stellt euch mal vor, jährlich erkranken 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Und die einzige Möglichkeit, die Krebshilfe zu finanzieren, ist eben die freiwillige Spende. Und deshalb habe ich mir einfach vorgenommen, dieses Jahr, wie gesagt, für die Deutsche Krebshilfe mit euch zusammen und mit meinen Klienten zusammen über den Merch und mit mir zusammen natürlich, am Ende des Jahres einfach was zusammenzulegen, zu spenden. Ich würde mich wirklich unheimlich freuen, wenn ihr euch beteiligt. Ganz kurz zu den Spielregeln. Und zwar findet ihr unter dem Video jetzt meinen persönlichen Spendenlink. Also ich habe über PayPal einen Moneypool erstellt. Dort könnt ihr einen freiwilligen Beitrag spenden. Ganz, ganz wichtig dabei ist, ich möchte wirklich die Leute, die Schüler sind, Studenten sind oder einfach keine Einkommensquelle haben, die sollen wirklich nichts spenden. Ich weiß, Weihnachten steht vor der Tür und wenn ihr einfach nicht die finanziellen Mittel dafür habt, dann wirklich nicht spenden. Ganz im Gegenteil, macht einfach ein bisschen aufmerksam auf diese Aktion und vielleicht kommt dann darüber eine Spende rein. Ja, wichtig. Und die Leute, die etwas spenden möchten, da würde ich euch bitten, einfach, wenn ihr möchtet, euren Instagram-Account dann bei der Spende anzugeben. Da habt ihr die Möglichkeit, nämlich eine Notiz zu hinterlassen. Und wenn die ganze Aktion vorbei ist, möchte ich die Leute, die dabei mitgewirkt haben, einmal taggen, also erwähnen.
in einem Post. Das war es eigentlich schon, was mir auf dem Herzen liegt am Ende des Jahres. Uns geht es wirklich gut. Wir können echt froh darüber sein, dass wir gesund sind. Das geht aber leider nicht allen Menschen so. Deshalb eben nochmal der Appell an euch. Ich würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam eine schöne Summe hinbekommen, und das wird dann alles zu 100% natürlich gespendet. Auf PayPal und Instagram könnt ihr natürlich alles verfolgen, und die Aktion läuft bis Freitagabend 20 Uhr, glaube ich, denn ich möchte am Samstag schon für das Sonntagsvideo einmal zusammenfassen, auf welche Summe wir gemeinsam gekommen sind. Ich bin wirklich, wirklich gespannt und bedanke mich an der Stelle einmal fürs Zusehen, für die Spende, wenn ihr dabei seid. Und gerne könnt ihr den Kanal abonnieren, mir auf Instagram folgen, und ich wünsche euch ansonsten einen richtig schönen, entspannten Sonntag. Vielen Dank. Bis dann.